In dem Video stelle ich dir drei Yoga-Übungen vor, meine persönlichen Favoriten, um meine Brustwirbelsäulenblockade selbstständig zu lösen. Bevor es losgeht, die anatomischen Grundlagen für dich. Die Brustwirbelsäule besteht aus 12 Wirbelkörpern und diese Wirbelkörper sind über so ganz kleine Facettengelenke miteinander verbunden. BWS-Blockade bedeutet, dass diese Facettengelenke verkanten können, dadurch reiben die Gelenkflächen nicht mehr, du bist in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Das führt zu muskulären Verspannungen und dann entsprechend zum Schmerzempfinden. Die Schmerzen strahlen aus bis in die Arme, in den Brustraum. Und du hast so das typische Gefühl, dich zu strecken, dich zu öffnen, dass dieses befreiende Knacken entstehen kann. Die erste Übung, Anahata Asana, ist eine herzöffnende Übung. Schenk deinem Rücken viel Länge. Gehst über den Vierfüßlerstand mit den Händen weit nach vorn. Schau, dass dein Becken genau über den Knien sich befindet. Die Arme gestreckt, die Ohren zwischen die Oberarme. Und dann kannst du hier so ein bisschen reinfedern. Wichtig, Rücken lang und heb die Schultern an die Arme gestreckt. So eine ganz leichte Rückbeuge. Dann löst du wieder auf. Und der Vorteil dieser Übung ist, die Wirbelsäule wird lang gezogen und über die Länge können diese Verkantungen sich in den Facettengelenken eventuell lösen. Eine weitere gute Übung, um die Brustwirbelsäule zu mobilisieren, ist folgende. Du legst dir eine Decke unter den Kopf, kommst auf dem Rücken an. Diese Übung ist generell eine Empfehlung, auch wenn du abends mal abgespannt bist. Leg dich einfach auf den Teppich zu Hause, dreh dich zur Seite. Ich drehe mich jetzt nach links, die rechte Hand auf die linke Hand. Und jetzt schiebst du den rechten Arm über hinten in so einem ganz großen Bogen nach rechts. Und je nachdem, wie offen die Schultern sind, bleibt die rechte Schulter am Boden. Und dann bringst du den rechten Arm zurück. Diese Bewegung kannst du für dich wiederholen, so oft du möchtest, 3-4 Mal. Ein bisschen langsamer, als ich dir das jetzt zeige. Und dann drehst du dich entsprechend auf die andere Seite und wiederholst die Übung auch hier. Großen Bogen. Und der große Vorteil dieser Übung ist, dass du in eine ganz bewusste Drehhaltung gehst, schaffst Länge im Rücken und dann drehst du die Brustwirbelsäule Wirbel für Wirbelkörper auf. Und auch hier hast du eine gute Chance, dass sich die Verkantungen der Facettengelenke lösen. Ja, und jetzt habe ich auch noch eine Black Roll für dich bereitgelegt. Das ist so, ich möchte nicht sagen Allheilmittel, aber eine gute Chance. Dazu gibt es auch ein Video. Ich zeige dir jetzt die Übung ganz kurz und du kannst dir das Video entsprechend anschauen. Legst dir diese Faszienrolle, Black Roll nutze ich gern, genau unter die Brustwirbelsäule. Heb dein Gesäß an. Wichtig, das Gesäß ist entspannt. Bringst die Hände an die Flanken und kannst so ein bisschen langsam über die Brustwirbelsäule rollen und nimm die Qualität einer Rückbeuge mit. Das bedeutet, zieh die Schultern leicht nach hinten, unten, heb dein Brustbein an, Kopf lässt du nicht hängen, Halswirbelsäule lang, so ist auch die Halswirbelsäule geschützt. Könntest das probieren oder du bringst mal die Arme nach hinten, kannst auch hier mal verweilen. Tiefes Ein- und Ausatmen, ganz bewusst in den Brustraum und dann löst du auf. Ja, und es gibt viele Möglichkeiten, die Brustwirbelsäule zu mobilisieren. Ich habe dir hier weitere Übungsvideos zur Verfügung gestellt. Hier kannst du den Kanal abonnieren. Ja, und wenn du Schritt für Schritt mit mir Yoga lernen möchtest, schau in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Online-Kurs speziell für Yoga-Anfänger zum Vorteilspreis. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.